Was? Ich habe mit Xavier einen Hammer-Song jetzt über Jesus geschrieben. Ja? Hm? Für mein nächstes Album. Darf mal wissen, wie der heißt? Soll ich schon sagen? Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, die 52. Episode. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute geht es darum, und zwar bei Dein Wort, Evolution immer noch gegen den Schöpfungsbericht und wie alt ist eigentlich die Erde? Dann spricht Michael und Steve über das Abendmahl und warum es eigentlich Abendmahl heißt. In Revolution, unserem Beziehungsthema, reden wir darüber, über 10 Tipps, glücklich zu bleiben. Und wir haben natürlich immer noch Olli Bagno im Interview. Kurze Info dazu, wir haben eine Spotify-Playlist mit inklusive 3 Liedern von Olli Bagno, die ihr jetzt gerade hört. Wir haben ihn, ich glaube, vor einer Woche gefragt, was er so hört. Und er hat uns 3 Lieder gegeben und die sind mitunter in dieser Playlist dabei. Und wir würden uns freuen, wenn du diese Playlist anhören würdest bei Spotify, Die Macht der Musik von natürlich Die Macht der Worte. Olli Bagno spricht über sein Glaubensleben und wie er Christ wurde und wie er Jesus gefunden hat. Und unter anderem spricht er auch darüber, wie sein neues Album ausschauen wird. Und ihr habt es schon letzte Woche gehört und auch diese Folge schon am Anfang unserer Episode. Er hat ein Lied mit Xavier Naidoo gemacht und hier verrät er uns, wie es heißt. Freut euch schon mal drauf, deine Die Macht der Worte-Team. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Diese Woche sind wir mit Michael da. Hi Michael. Hallo. Glaube gegen Wissenschaft. Nein, wie hast du es genannt? Glaube kontra Wissenschaft. Ja, da merkt man, dass ich ein bisschen einfacher gestrickt bin. Wir haben letzte Woche über Evolutionstheorie gesprochen und über die Evolution selber. Genau. Und jetzt hast du das beschrieben, wie aus einer Kaulquappe quasi ein Vogel wird. Sozusagen, ja. Laut Theorie. Laut Theorie. Gibt es irgendwie ein Sieb, wo Evolution auch noch durch müsste, um das wirklich anerkennen zu können? Ja, es gibt in der Wissenschaft so eine Art, so nenne ich jetzt mal, Dreier-Schritt. Und zwar gibt es diesen Schritt, es wird zunächst mal eine Theorie aufgestellt, und die muss dann zu einer Hypothese werden und diese Hypothese muss dann zu einem Gesetz werden. Und zwar ist es an folgende Bedingungen geknüpft. Eine Theorie ist laut Definition, habe ich auch im Internet gefunden, eine durch Denken gewonnene Erkenntnis im Gegensatz zum durch Erfahrung gewonnenen Wissen. Klingt jetzt wahnsinnig hochgestochen in meinen eigenen Worten. Ich bin nämlich auch ein bisschen einfach gestrickt. Sehr gut. Etwas, das halt irgendwer sich ausgedacht hat. Ah, ja, okay. Das ist eine Theorie. Jetzt habe ich es verstanden. Und im nächsten Schritt muss dann eine Theorie durch Versuche und Beobachtungen bestätigt werden, um zu einer Hypothese zu werden. Und Hypothese wird folgendermaßen definiert: eine von Widersprüchen freie, aber zunächst noch unbewiesene Aussage. Mhm. Also von Widersprüchen frei muss eine Hypothese sein. Mhm. Und trotzdem muss es dann erst noch durch Versuche bestätigt werden. Und erst wenn der letztgültige Beweis erbracht ist, dass diese Hypothese stimmt, dass sie auch mit Versuchen und wissenschaftlichen Tests bewiesen werden konnte, dann darf sich etwas ein Gesetz oder ein Naturgesetz nennen. Mhm. Also wir haben diesen Stufenaufbau Theorie, Hypothese und Gesetz. Und darf ich euch was verraten? Die Evolutionstheorie, wie ihr Name ja auch schon sagt, erfüllt selbst nach 170 Jahren Forschung noch nicht mal die Voraussetzungen für eine Hypothese. Und zwar, weil sie nämlich schon in ihrer Grundannahme viel zu viele Widersprüche enthält. Ja, dann springen wir doch mal gleich auf die Widersprüche mit auf, oder? Gerne, jawohl. Wo fange ich an? Es gibt so viel. Eine interessante Sache ist zum Beispiel das Alter der Erde. Mhm.
ich habe es letztens schon mal erwähnt, weil es in den vergangenen Jahrhunderten, seitdem man ja Aufzeichnungen und wissenschaftliche Forschung verfolgen kann, keine Höherentwicklung von Lebewesen gegeben hat. Also es haben sich keine neuen Arten entwickelt in den letzten Jahrtausenden. Deswegen ist irgendwer mal auf die Idee gekommen, damit dieses Konzept Evolution funktioniert, muss die Erde wohl schon Milliarden Jahre alt sein, weil diese Höherentwicklung des Lebens offenbar so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass wir das nicht beobachten können. Und jetzt gibt es aber einige Fakten, die dagegen sprechen, dass die Erde schon Milliarden Jahre alt sein soll. Um ein paar davon zu nennen, das Salzgehalt in den Meeren. Der Salzgehalt steigt nämlich ganz allmählich. Dadurch, dass das Wasser immer wieder Mineralien aus dem Festland eben rausschwemmt und Wasser wiederum verdunstet und so Zeug. Deswegen steigt der Salzgehalt. Und wenn man davon ausgeht, dass das Meer ursprünglich salzfrei gewesen wäre, wohlgemerkt, weiß ich ja nicht, vielleicht hat Gott die Welt auch schon geschaffen mit einem gewissen Salz drin in den Meeren, aber nur mal theoretisch, wenn man das mit den jetzigen Werten vergleicht, dann könnte die Erde nach entsprechenden Berechnungen maximal 70.000 Jahre alt sein. Ein Punkt ist auch noch Helium in der Atmosphäre. Jährlich kommen 300.000 Tonnen Helium in die Erdatmosphäre. Und bei einem Atmosphärenbestand von 3,5 Milliarden Tonnen Helium momentan, würde das ein Alter der Erde von etwas mehr als 10.000 Jahren belegen. Also wenn man davon ausgeht, dass es irgendwann mal ohne Helium war, die Erdatmosphäre. Meteoritenstaub. Jährlich gibt es auf die Erde einen Niederschlag von Dutzenden Tonnen Meteoritenstaub. Wenn man davon ausgehen würde, dass die Erde schon Milliarden Jahre alt wäre, dann müsste die Erde mit mehreren Metern Meteoritenstaub bedeckt sein. Ist eine interessante Geschichte dazu übrigens auch, als die ersten Menschen auf dem Mond gelandet sind oder die ersten Sonden zumindest eben auf dem Mond gelandet sind, da waren die Wissenschaftler angeblich, habe ich mir sagen lassen, sehr gespannt, ob nicht diese Satelliten oder diese Raumfahrzeuge im metertiefen Staub versinken, weil sie eben schon gesagt haben, also wenn unser Universum schon Milliarden Jahre alt ist, dann müsste es eigentlich so sein, dass dieser Meteoritenstaub auf den Planeten so dick ist, dass man da erstmal einsinkt. Aber das ist nicht passiert. Ja, auch ein Punkt, der dafür spricht, so alt kann das Ganze offensichtlich doch noch nicht sein. Wobei bei der Mondlandung man ja auch noch spekuliert, ob das Tatsache ist oder nicht. Das wäre dann wieder ein anderes Thema, genau, für einen anderen Referenten. oder das Erdmagnetfeld. Das zerfällt mit einer Halbwertszeit von 1400 Jahren. Und das würde bedeuten, dass die Erde vor 50.000 Jahren ein Pulsarstern gewesen wäre, auf dem Leben nicht möglich gewesen wäre. Ja, da muss man sich ein bisschen mit Physik auskennen, um das zu verstehen. Oder noch ein Punkt, die Planetenkonstellation. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Die Entfernung von Erde zur Sonne, die Neigung von Erde zur Sonne, die Erdrotation und andere Planeten, die um uns herumfliegen. Es ist angeblich, ich habe es ja auch nicht überprüft, aber es gibt Wissenschaftler, die sich da besser auskennen wie ich, die sagen, es ist unmöglich, dass das alles schon seit Jahrmillionen so perfekt aufeinander abgestimmt läuft, dass das Leben auf der Erde überhaupt möglich ist. Wäre die Erde nur ein bisschen näher an der Sonne, wäre es zu heiß, dann könnte hier nichts überleben. Wären wir ein bisschen weiter weg, wäre es zu kalt, dann wäre das Wasser gefroren und dadurch wäre auch kein Leben möglich. Und dass sich die Entfernungen zwischen Planeten verändern und nicht konstant immer gleich bleiben, ist auch bewiesen. Und deswegen ist auch das ein Punkt, der es eigentlich absolut absurd macht, davon auszugehen, dass das alles schon seit Jahrmillionen so perfekt aufeinander abgestimmt laufen soll. Aber ich hätte noch mehr Widersprüche. Na komm. Der Charles Darwin hat damals, als er sein Buch veröffentlicht hat, Die Entstehung der Arten, ist er selber davon ausgegangen, wir müssten jetzt, wenn wir anfangen zu buddeln, haufenweise Fossilien von Zwischenformen
von Lebewesen, die eine Zwischenform darstellen, finden. Weil, wie gesagt, laut Evolution hat sich ja alles langsam weiterentwickelt. Also mit anderen Worten, man müsste Fische finden, die einen Ansatz von Federn schon haben, weil sich irgendwann ja mal Tiere verändert haben und durch Mutationen neue Eigenschaften hatten. Man müsste Giraffen finden können, wo der Hals erst halb so lang ist, wie bei den heutigen Giraffen zum Beispiel. Oder irgendwelche Vögel, die noch, was weiß ich, Füße wie Elefanten haben oder was weiß ich was. Auf jeden Fall eben Zwischenformen. Darwin ist davon ausgegangen. Und er hat Jahre später, kurz vor seinem Tod, angeblich selbst resümiert, er versteht es nicht, warum solche Dinge nicht gefunden werden. Und er ist selber ins Zweifeln gekommen über seine Theorie. Übrigens auch nachzulesen, gebt mal in Google ein, Missing Links. Das ist der englische Begriff für diese fehlenden Übergangsformen. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, deine persönliche Meinung. Ja. Mit Darwin, meinst du, der hat es böse gemeint? Also, weil der stellt ja was auf. Mhm. Und er hat selber auch Theorie genannt. Ja. Und meinst du, er war davon so überzeugt oder wollte er aus dieser Theorie irgendwann einen Fakt machen? Das ist jetzt sehr interessant. Ich habe gerade heute erst eine Predigt gehört beim Sportmachen, die einen neuen Fakt dargelegt hat. Und zwar hat dieser Prediger, den ich da gehört habe, gesagt, dass die heidnischen, in den heidnischen Kulturen, damals auch zur Zeit von Paulus und so weiter, also die Römer und die Griechen und alle, die eben irgendwelche Götter angebetet haben, dass die eigentlich auch Darwinisten gewesen wären, weil deren Vorstellung, wie die Welt entstanden ist, eigentlich die gleiche war wie die von Darwin. Die dachten, die Natur an sich ist Gott. Und dann hat man eben nun mal, ja, was weiß ich, die Sonne angebetet oder eben den Gott der Bäume, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall war schon immer tief im heidnischen Glauben verankert, das Leben entwickelt sich so langsam fort und wir beten sozusagen die Natur an, die uns entwickelt, die wir in der Hand halten. Und man hat der ganzen Sache im Endeffekt einen anderen Namen gegeben. Mhm. Aber eigentlich gibt es wohl große Parallelen zwischen heidnischen Götterglauben und der Evolutionstheorie. Und das führt mich zu der Schlussfolgerung, dass Darwin im Endeffekt auch nur ein Mensch wie viele andere waren, der eben einfach nicht an einen Gott glauben konnte, glauben wollte und deswegen eine Erklärung gesucht hat, wie die Welt eben sonst noch entstanden sein kann, ohne an die Bibel glauben zu müssen. Mhm. Und offensichtlich hat er dann im Prinzip nichts Neues entdeckt, sondern hat der ganzen Sache wohl nur einen anderen Namen gegeben. Ich finde es sehr interessant. Also ich weiß nicht, ob die Hörer an eine Existenz vom Teufel glauben, aber ich glaube, dass es sehr interessant ist, weil wenn Darwin mit so einer Theorie kommt, braucht der Teufel das nur zu pushen. Weil, also, ganz genau. Also es zieht er uns als Menschen weg, ob ich jetzt Christ bin oder nicht. Ich bin trotzdem beeinflusst von dieser Theorie. Genau. Und das... Ja. Ich bin auch überzeugt davon, wie es die Bibel ja auch sagt, und da habe ich auch noch Bibelstellen später, dass nur Gott uns die Augen öffnen kann für seine Schöpfung, für sein Wesen, dafür, dass er tatsächlich existiert. Dass der natürliche Mensch, der nicht nach Gott fragt und sich nicht unter Gottes Herrschaft stellt, vom Teufel verblendet wird und ihm die Sicht sozusagen verstellt wird. Er hat ein Brett vorm Kopf und er kann sich zwar die Schöpfung ansehen, aber sieht nicht den Schöpfer dahinter. Ja. Um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, ich vermute nicht, dass er es böse gemeint hat, also dass er tatsächlich wusste, hey, eigentlich hat Gott die Welt geschaffen, aber ich will euch jetzt alle in die falsche Richtung ziehen. Ja. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass er einfach eben, wie leider viele, viele andere Menschen auch, vom Bösen ein Brett vor den Kopf genagelt bekommen hat und deswegen nicht wirklich sehen konnte, ja, wer Gott ist und was er gemacht hat. Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Du, Steve, Abendmahl ist ja eigentlich ein wichtiges Thema in jeder Gemeinde. Ja, jeden Abend. Sollen wir ja auch fast jeden Abend machen. Ja. Mensch, jetzt tu mal meine Einleitung in deine Durcheinander bringen. Abendmahl ist wichtig in der Gemeinde, Sonntagmorgens, dass man das macht. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Mhm. Wie macht man denn das eigentlich richtig?
Wie führt man denn das professionell durch? Ja, unsere Gemeinde hat da nicht so einen richtigen Stil. Also jetzt haben wir, glaube ich, einen richtigen gefunden, den haben wir mal verloren gehabt. Mhm. Weil wir haben mal irgendwie immer quasi unseren Nachbarn gefüttert. Genau, wir hatten zwei Blöcke. Ja. Und der linke Block musste das dem rechten Block geben und der rechte dem linken. Ja. Und dann war immer das Blöde, dass man immer schauen musste, hoffentlich stehen auch genug auf zum Geben. Mhm. Und hoffentlich, dann ist es so doof, wenn du der Letzte bist, wo dann gefragt wird, hat noch jemand nichts bekommen? Ja, und du denkst, ja, ich. Ja, und alle rennen zu meinem Nachbarn hin und mir wird, das ist einfach ein doofes Gefühl dann. Das schon, was ich aber lustig fand mit der Methode, man ist ja quasi, hat ein Brot genommen und einen Traubensaft und ist dann zu einer Person hingegangen. Und da habe ich immer geschaut, dass mein Brot das Trockenste ist aus dem Korb. Weil ich wollte schauen, wie lange muss die Person kauen, die das Abendmahl zu sich nimmt, bis es runtergeschluckt hat. Ja. Und da gab es schon manchmal, also da, wenn es keinen Speichelfluss hast, das was da auch gut ist, wenn man Obladen verteilt, wenn man einfach vier Stück auf einmal gibt. Weil das ist ganz schwierig dann. Wenn der vier Stück am Gaumen bammt. Ja, da hast du ein Problem. Da fragst du einen Notarzt. Ja, richtig. Und jetzt machen wir es aber wieder klassisch, ne? Jetzt laufen die Leute dahin, wo es hin sollen. Ja, aber wir machen keinen, nicht so diesen Halbkreis, wie es, glaube ich, in der Kirche ist, sondern man steht an zwei verschiedenen Punkten. Richtig. Und das hat ja eine Zeit lang mal ewig lang gedauert, immer bei dem einen Punkt. Mhm. Da war unser Pastor, weil der immer seelsorgerliche Gebete gebetet hat. Und dann hat es nie aufgehört irgendwie da bei ihm. Dass wir es ihm mal gesagt haben, dass das ungünstig ist. Der weiß halt, wie man seine Schäfchen im Trockenen hält. Wahrscheinlich. Ja, und dann nebenbei läuft ja ein wenig Musik. Mhm. Und da, apropos Musik, da muss ich auch nochmal ein wenig einen Exkurs nehmen. Und zwar ist mir das einmal passiert, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, das hat mich ja so geschockt, das habe ich gleich vergessen, ob ich das erzählt habe. Da habe ich einen Lobpreisabend gestaltet und da hat mir der Moderator einfach Leute eingeladen auf die Bühne, in die Band. Ja, und wir waren eine super Band, vier Leute, Schlagzeuger, Bass, zwei Gitarren, super Band. Und dann hat er gesagt, also wer jetzt noch Lust hat, der kommt jetzt einfach mal auf die Bühne und darf er mal mitsingen. Also mitspielen, ne? Das ist praktisch ja. Und was hast du da gemacht? Ja, eskalieren lassen. Das ist doch genau richtig mal. Da habe ich gesagt, halt, stopp. Sonst hat er. Ja, genau. Da habe ich gesagt, halt, stopp, jetzt rede ich. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Ist zwar schön, dass du das sagst. Und es ist für mich ja ein wenig peinlich gewesen, weil ich ja dann der Buhmann bin. Du bist dann der Böse, ja. Weil er ist ja der Offene. Ja. Und ich bin der, der gar keine Gnade hat mit gar keinem. Mhm. Habe aber dann noch die Kurve gekriegt und habe gesagt, ihr könnt danach kommen, dann können wir mal nächste Woche schauen. Das war natürlich auch blöd für all die, die dann schon halb vorbereitet und im gebetet haben jahrelang, dass genau der Moment kommt und ihre Blockflöten, Xylophone und alles aus dem Mantel rausgezogen haben. Endlich der Moment, den wir so lange gewartet haben. Richtig. Und dann mache ich da so eine Bremse rein. Dann habe ich ihm das danach gesagt, also quasi unter vier Augen, halt, stopp, so geht es nicht. Halt, stopp ist immer wichtig, dass man das sagt, weil dann merkt man auch jetzt so weit und nicht weiter. Und dann war das aber das Interessante, ein Monat später hat er es gleich nochmal gemacht. Und da habe ich mir gedacht, also rede ich mit der Wand oder glaubt der an Einhörner? Das ist das Interessante. Also, aber wir waren ja beim Abendmahl. Jetzt ist noch eine Frage, warum heißt denn das Abendmahl eigentlich Abendmahl? War das am Abendmahl? Das war mal am Abend. Und dann hat man gesagt, Mahlabend ist blöd, nennen wir es Abendmahl. Ja, aber also vor die Bilder war das doch immer am helllichten Tag. Welche Bilder? Ja, aus halt deiner Kinderbibel? Ja. Ja, richtig. Weil da die Bilder im Dunkeln sieht man nicht so gut. Das ist immer ein bisschen blöd. Naja, ich glaube, das war doch früher so, dass man eigentlich das Hauptmahl wirklich immer abends eingenommen hat. Okay. Das ist ja in den heißen Ländern immer noch so. Dass die abends essen, spät, und dann und am Tag nicht viel. Und deswegen war es, glaube ich, wirklich so, dass man es abends gegessen hat. Meinst du, deswegen kommt es, dass unsere Hugo Boss Hemden immer passen, weil wir Mittag das Hauptmahl essen, anstatt am Abendmahl? Nee, ich glaub, dass, weil wir das schon immer eher so machen, dass wir Abendmahl ein bisschen mehr essen. Das ist ein wenig so ein Nebeneffekt, aber hat jetzt mit Brot und Wein nicht nur. Aber du hast jetzt immer noch kein Hugo Boss Hemd geschenkt bekommen, das dir passt, oder? Nein. Ich habe jetzt gemeint, jetzt habe ich irgendwas abgenommen hier, aber jetzt hatte ich ja English Camp, das ich gemacht habe mit meiner Frau und da muss ich früh quasi drei Semmel Nutella essen und das hat es mir
zerlegt. Steve, da habe ich jetzt wenig Mitleid mit dir. Ich kann dir da auch nicht helfen. Aber wenn du jetzt im hohen Norden lebst, ja, von Walfleisch, obwohl das ist auch mächtig. Das wissen ja die Hörer noch gar nicht. Aber da können wir nächste Woche aber da reden wir anders mal drüber. Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht. Wir reden gerade über 10 Tipps, madly verliebt zu bleiben. Also verliebt, glaube ich, gibt es nach 3 bis 6 Monaten nicht mehr. In love ist verliebt sein. Ist es? In love, I'm in love. Falling in love, I'm in love. Yeah. In love. Okay. Okay, I don't know. Aber also nach diesen 3 bis 6 Monaten wird man ja dann hoffentlich geliebt von seinem Partner und ist nicht mehr nur verliebt. Und wir hatten letzte Woche die ersten 2 Tipps, und zwar sei liebevoll. Und das zweite, Elisa? Zeig Dankbarkeit. Also nicht sei dankbar, sondern... Auch sei dankbar, aber wichtig, zeig es. Mhm. Sage es. Um da nochmal nachzuhaken, darf ich dir auch ein Geschenk machen, wenn ich dankbar bin für deine Dienste, ja, an meiner, klar, Tochter? Kriege ich morgen ein Geschenk? Nee, am Samstag. Hey, bye. Ich habe bald Geburtstag. Du hast bald Geburtstag, aber wenn das kommt, hast du wahrscheinlich schon wieder nicht mehr Geburtstag. Schon länger nicht mehr. Okay, wir haben einen dritten Punkt. Und zwar, der heißt, lass dich nicht von den Emotionen deines Partners beeinflussen. Mhm. Was meinten die denn da? Also, fand ich voll gut, weil oft, wenn dein Partner ist schlecht drauf, dann geht man mit in diesen schlecht drauf Boot und dann sind alle schlecht drauf. Und wichtig ist, dass man akzeptiert, dass er schlecht drauf ist. Ja. Aber man versucht dann nicht, auch schlecht drauf zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist ziemlich schwierig. Also vor allem, wenn man so eine Frau hat wie ich. Wie heute zum Beispiel. Also, na, aber heute war ich gut drauf. Ich war schlecht drauf. Aber ich war sehr gut. Du warst gut, ja, das war echt gut. Ich war so gelangweilt. Ja. Mit allem und alles. Ja. Aber dann, du warst nicht in mein schlecht drauf Boot. Und nee, ich habe dann vielleicht eine Stunde oder zwei gebraucht. Geschmollt. Und aber ich wusste, also es gut. Gab keinen Grund. Also ich habe nichts falsch gemacht, ja, meiner Meinung nach. Das Gute, was Steve auch immer macht, wenn ich schlecht drauf bin, sagt er, was ist los? Was stört dich gerade? Dann versucht er immer so. Ja, und dann zähle ich auf, hast du deine Tage? Genau, das ist immer das Erste. Tage oder bist du nervös wegen irgendwas oder was war heute? Weil ich habe gerade einen bunten oder nicht gerade. Das ist auch schon nee. 7 Monate. Ja, das ist schon gerade. Eben, nein. Und dann, weil ich meine Hosen sind halt zu eng und ich bin Sturkopf, ich will nicht andere Hosen kaufen und dann habe ich einfach Schmerzen den ganzen Tag. Und dann, ja, naja, ist es wegen deiner Hose und sowas. Aber man muss auch sagen, also für eine Hörer, du bist jetzt nicht dick geworden. Nein. Also du hast eine normale Figur und vorher warst du auch normal. Ja, aber die Hose ist zu klein. Aber du hast deine Hosen halt auch schon getragen, seitdem du 16 bist? Nein, nicht die Hose, aber schon mehrere Jahre. Ja, aber deine Hosengröße ist schon... Die Hosengröße war immer die gleiche, seit 10 Jahren oder so. Ja. Und jetzt halt anders, ne? Genau, mit Kind wird alles anders, da ja, weitet aber sich das der ist Beckenboden. Doch, das ist worth it, it's worth it. Okay, aber wir sind jetzt ein bisschen abgekommen von den Emotionen beeinflussen lassen. Genau, also sei nicht schlecht drauf. Also aber es ist schon schwierig, also weil, also heute war es mir eigentlich wurscht, ja, weil ich habe neben dem, also wir sind Auto gefahren und du hast geschmollt und ich habe mich sehr konzentriert auf meinen Podcast. Also nicht auf meinen, Podcast, sondern... Dein Podcast hat mir auch voll gedacht, Alter. So gelangweilt. Die Podcasts halt, die ich sonst nebenbei höre. So nervig. Da hat mich das nicht so gestört, aber ich weiß auch Momente, wo mich das ultra stört. Also wir haben das schon mal ganz am Anfang von diesem Podcast erzählt, wo wir an Weihnachten wohin gefahren sind. Oh ja, Weihnachten. Und, nee, da habe ich mich auch nicht stören lassen. Aber wir hatten mal eine Situation in unserem Hauskreis. Da hat mich irgendwie die Elida so gelangweilt auf dem Weg zum Hauskreis. Und wir mussten da irgendwie 20, 30 Kilometer fahren. Dass ich irgendwie bei Kilometer 10, weil ich so genervt war, umgedreht habe. Die Lieder hat da angerufen, weinend, und hat gesagt, ja, wir haben gerade gestritten, wir kommen nicht. Also
Das ist schon, ich glaube, da hätte ich mich auch nicht reinhocken können neben dich. Ja, aber wenn du schlecht drauf bist, ja. Das ist schwer, ja, das stimmt schon. Du hast recht, weil ich so, was los? Was ist los? Ja. Sei glücklich. Nee, aber dann muss man halt den Partner, also man kann auch nicht, du kannst nicht schlecht drauf worshipen halt, ne, also nicht. Du musst dein Partner Dings geben. Was Dings? Space. Raum? Raum geben, aber auch nicht zu, auch nicht einfach ignorieren, dass er schlecht drauf ist, ne? Nachfragen, wie du mit mir machst. Ja. Und wenn du merkst, eine tickende Bombe explodiert gleich. Manchmal verfalle ich dann in so einen Goofy-Mode. Ja, das ist voll nervig. Also wo ich dann noch besser drauf bin, weil sie noch schlechter drauf wird. Und das ist dann quasi ultra schlecht. Also ich weiß nicht, ob das andere Ehemänner auch so machen. Hm. Aber da habe ich auch manchmal sehr Freude dran. Also wenn ich dann noch glücklicher werde und deine Stimmung immer weiter runter geht. Hm. Das ist dann quasi. Aber wichtig ist echt nicht mitgehen und einfach Geduld haben. Ja. Steve hat heute Geduld, aber okay, es war ihm egal, der hat seinen Podcast gehabt. Aber manchmal habe ich einfach Tage, wo ich nicht weiß, was los ist und ich bin einfach schlecht drauf. Ich glaube, so du bist nicht die einzige Frau, die es so echt? Geht. Okay, krass, Mann. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Gut. Also, lass dich nicht von den Emotionen des anderen beeinflussen. Mm. Genau, man kann ja auch so heimlich für seinen Partner dann beten. Also wenn man merkt, okay, man kommt gerade nicht durch mit Fragen und der Partner ist einfach nervig und man merkt, seine eigene Stimmung kippt, ist es bestimmt, nein, es ist sehr gut, auch dafür zu beten einfach, dass Gott einen selber stabil hält. Und oft macht man das nicht, ne? Weil nee. Das ist nicht so die erste Gedanke. Ja. Leider ist Gott manchmal unsere letzte Instanz, ja. Was eigentlich die erste sein sollte. Mhm. Genau. Das ist die Kleine. Mal die schauen, Kleine ob die wieder weint. Aufwacht. Ich schläf jetzt eine Stunde. Ja. Gut. Mhm. Punkt Nummer 4. Ermutigt genau. einander. Ermutigt einander. Das ist sehr wichtig. Da bist du ja auch Bombe drin. Echt jetzt? Also da jetzt, das wusste ich gar nicht. Erzähl mehr. Du bist eine gute Ermutigerin in dem. Also das sehe ich oft bei anderen. Wie bei anderen. Ja, bei anderen. Wenn du sagst, wenn da jemand irgendwie nicht weiß, was er arbeiten soll und er ist unzufrieden mit seinem Job, dann sagst du, Mensch, du könntest doch Erzieher werden, weil du bist doch so ein toller Aber mit dir? Pädagoge. Wir reden jetzt nicht von anderen. Ach so. Ermutige ich dich. Du ermutigst mich schon. Also ich bin sowieso einer, der gerne Lob bekommt. Mhm. Und das quasi meine Liebessprache ist. Aber das mache ich leider nicht so oft. Das machst du nicht so oft, aber wenn du es machst, dann bin ich schon Also mit Lobpreis und so lobe ich dich Lobpreis, schon. Musik, da Lobpreis. Schlägt mein Herz schon höher, wenn meine Frau dann sagt, Mensch, also da lag heute wieder eine Salbung auf dir, wo ich dann natürlich auch dankbar Gott gegenüber Aber auch mit Ella habe ich dich schon gelobt, oder? Ella ist unsere Tochter. Ja, genau. Du hast auch gesagt, ich bin ein guter Vater. Mhm. Oft versuche ich mich dann quasi auch vor meiner Frau selber zu loben, so damit sie sieht, dass ich eigentlich gut bin. Ja, das stimmt, dass du die ganze Nacht wach war und dass genau. du super bist und nicht und ein passiver Vater, genau. sondern ein aktiver Richtig. Vater. Richtig. Also so, dass du es merkst, damit du mir quasi dann später noch ein Lob geben könntest. Mhm. Aber das muss ich mehr machen. Ich denke, wir Frauen, wir... Ihr Oder seid ich kann nicht so nur Frauen, aber... Ich weiß nicht, ob du mich so oft lobst, aber... Also doch. Doch, eigentlich kann es schon gut, oder? Ich weiß es nicht, das musst du wissen. Ja, doch. Aber ich denke, für uns beide machen wir das leider nicht so... Also wir waren gerade dabei zu erklären, dieses Ermutigen miteinander, dass ich quasi färöisch, dass das jetzt natürlich nicht meine Muttersprache ist und vielleicht auch nicht ganz so leicht von der Aussprache wie Englisch. Und ihr habt quasi Sachen wie Gauer Dayen, guten Tag. Und da kritisierst du mich manchmal? Also quasi mit meinem Färöisch, wenn ich aus Spaß oder halt manchmal dann auch aus Ernst Färöisch rede. Und dann gab es die Situation, dass im Hauskreis hier in den Färöerinseln habe ich was gesagt? Skala wäre wohl. Ja, und dann? Skala wäre wohl. Und dann hat eine Teilnehmerin des Hauskreises mich ultra gelobt. Voll dabei. Und es kam natürlich auch noch dazu, dass sie jetzt nicht leicht attraktiv ist. Also, dass sie schon nicht schlecht ausschaut.
Hübsche. Und die hat mir dann ein Kompliment gemacht und da, also, da konnte ich die ganze... Ich habe so sein Gesicht gesehen, ey, schon strahlen. I looked at him, Alter, das war wie Candy für ihn gerade. Ja. Und dann habe ich gemeint, Alter, das soll eigentlich von mir kommen, aber... Ja. Aber man ist zu kritisch miteinander. Warum ist es so? Das ist eigentlich traurig, ne? Ja. Aber wir kennen uns so gut, deswegen... Ja, aber das ist vielleicht auch so ein Ding. Also man steckt seinen Partner schneller in eine Schublade rein. Man kann zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob der Hörer, meistens die Hörerin, einen Ehemann hat, der sagt, mach ich gleich. Und jetzt, weißt du was? Ich hab's gelernt von dir. Jetzt sage ich auch immer, gleich, mach ich gleich. Ich genieße es eigentlich, zurückzugeben, ey. Aber ist das denn ermutigend? Das ist doch eher demotivierend. Ich mach's gleich. Aber man soll doch nicht mit Gleichen zurückzahlen. So, ja, das stimmt. Aber ich genieße es, weil du machst so oft. Und dein Gleich... Aber hier in die Ferien einmal hat dein Gleich 3 Jahre gedauert. Ja, was denn? Doch, Kühlschrank. Oder Tisch hat 1 Jahr gedauert. Ja. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden, lieber Hörer, falls du Probleme hast mit Tischen oder so. Ich helfe dir gerne innerhalb von 3 Jahren, einen Kühlschrank zu besorgen. Nein, aber ermutigen. In der Bibel steht ja auch, ermutigt einander. Steht hier irgendwo. In diesem Buch. Und am besten wird es ja noch sein, wenn es in der Familie passiert. Vor allem auch, wenn man Kinder hat und die das mitbekommen, dass es eine Kultur des Ermutigens gibt. Ja. Dann ist es fürs Kind natürlich auch sehr gut. Wobei ich manchmal denke, so manche Christen, die ermutigen ja so ultra, so, wow, ich weiß, Mensch, das hast du ja super, also. Und man wird so in den Himmel hochgelobt. Aber warum nimmt man dann diese Ermutigung? Too much sugar, I get sugar shock, I get diabetes. Ey, Leute, haben echt Diabetes, sorry, Alter. Ja, ohne Witz, ey, vielleicht hat ein Hörer von uns, also mindestens ein Hörer von uns, sollte Diabetes haben. Falls du dich beschweren willst, bitte schreib eine E-Mail an diemachtderworte@mail.de. Genau. Wir springen noch zum 5. Punkt, Elida. Ich weiß, du hast jetzt deinen Bibelvers nicht gefunden mit ermutigen. Aber in der Bibel steht auf jeden Fall, ermutigt einander. Ermutigt überall. Genau. Der 5. Punkt ist, sei nicht im Wettkampf mit deinem Partner. Mm. Und jetzt knüpfen wir nochmal an den Punkt 4. Wenn du sagst, also wenn ich gleich sage, bist du dann im Wettkampf, wenn du auch gleich sagst? Nee, zum Beispiel, dass mein Wettkampf ist, zum Beispiel, du kommst heim von der Arbeit. Ja. Boah, heute war so ein krasser Tag, mir geht's echt schlecht. Und dann komme ich, ey, aber mein Tag, ja, mit Ella, ey, krass. Also dass man immer, dass du nicht deinem Partner zuhörst, aber dass du immer du machst dein Ding schlechter. Ja, oder halt besser. Oder besser. Das ist eigentlich typisch Männer-Ding eigentlich. Wenn ich so Männergespräche höre, dann ist es schon, ey, aber ich habe ein Auto, blablabla. Ja, also ich sage immer gerne im Schwanzvergleich. Schatzi, also ich weiß, darf es man nicht sagen. Darf man nicht sagen, aber also es gibt tatsächlich Männer, wo ich mir manchmal denke, schade eigentlich. Nicht im Wettkampf stehen, das wird bestimmt auch krass, wenn du quasi so ein, wenn du besser sein willst für dein Kind als dein Partner. Das wird doch voll so, ja, die Mama, die hat jetzt da nicht so gut gemacht wie ich, oder? Sorry, aber ich habe jetzt nicht zugehört. Ich habe jetzt einen Bibelvers wegen ermutigen. Dann erzähl doch noch dein Bibelvers, komm. 1. Thessaloniki, also Thessalonica. Ja, 5:11. Oh, ich hab's auf Englisch. Egal. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. 5. Thessaloniker Vers? 5:11. Genau. Ja, dann machen wir einfach nächste Woche weiter mit Sei nicht im Wettkampf mit deinem Partner, weil da habe ich noch einige Geschichten von meiner Frau, wie sie im Wettkampf mit mir ist. Wir wollen auch noch sagen, falls ihr heute das erste Mal hier reingeschalten habt, wir haben diese 10 Tipps nicht selbst erfunden, sondern die Elida hat die in Facebook-Gruppe called Motherly. Motherly heißt die.
Okay, also falls ihr eine Mutter seid, könnt ihr gerne dieser Facebook-Gruppe beitreten. Motherly. Scout. Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von. Hi Olli. Was geht? Lang nicht gehört. Lang nicht mehr gehört, aber ja. Ist schon die zweite Woche quasi. Ja, Mann. Schön, dass du da bist. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Ich wollte dir sagen, du schaust echt richtig cool aus. Danke, no homo. Darf man das heutzutage eigentlich noch sagen? Ich sag das. Ja. Natürlich, das ist auch wichtig. Also. Okay, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass du so ein bisschen dein Rap-Weg, deine Rap-Geschichte, wenn es auch nur leicht angekratzt war. Jetzt habe ich gemerkt, in deinen Liedern ist ab und zu Jesus und sowas mit drin. Was hat denn das damit auf sich eigentlich? Naja, ich bin lange Christ, seit, sagen wir mal, seit 97 bin ich Christ. Mhm. Also Newborn auch, also Hardcore-Christ, wenn man das so sagen kann. Das ist voll cool. Wo hast du dich hast du dich irgendwo bekehrt oder einfach für dich? Also bekehren, für die, die es nicht kennen, bekehren ist quasi, wenn man sagt ja zu Jesus. Das habe ich gemacht. Ja, das ist wichtig zu wissen. Relativ früh, damals habe ich in der Abiturszeit damals Annika kennengelernt, Glaubensschwester von mir, die leider nicht mehr so Christ ist mittlerweile so, was ich so zumindest mitkriege, aber ich habe sie immer noch lieb, ganz viele Grüße. Mhm. Und naja, sie war bei den Jesus-Freaks damals, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Und sie hat mich da inspiriert. Ich hatte immer Gott im Herzen, hatte ich den Eindruck, aber ich wusste nicht, dass es so spezifisch um Jesus geht. Und das habe ich da damals kennengelernt und dann hat Jesus mich tatsächlich im CZF, Christliches Zentrum Frankfurt, hat er mich berührt in einem Gottesdienst und zwar richtig berührt. Und also das war unglaublich. Also, deshalb willst du da kurz detaillierter wegen eingehen? Ja, also ich war da gesessen und ich weiß nicht mehr ganz genau, ne? Aber der Pastor hat mit mir geredet, hatte ich den Eindruck. Mhm. Heute ist jemand, es waren 200 Leute da oder 150 oder was weiß ich, wie viele das waren. Und der Herr will dich berühren oder sowas, hat er gesagt in der Art. Und ich wusste, der meint mich, ich wusste es. Okay. Und auf einmal, ich hatte richtig Angst, habe ich auf einmal bekommen. Und dann auf einmal habe ich angefangen zu schwitzen, wie ich noch nie geschwitzt habe in meinem Leben nicht. Also wirklich jetzt, buchstäblich, als hätte mir jemand einen Eimer mit 10 Liter Wasser über den Kopf geschüttet, so nass war ich. Okay. Und alle Leute gucken mich an, was ist denn mit dem los? Was geht denn da ab, Alter? Und ich so, oh, was ist los? Und dann bin ich dann irgendwann raus und dann bin ich nach Hause, habe ich noch bei meiner Mutter gewohnt damals. Und dann habe ich dann im Bett epileptische Anfälle gekriegt, wirklich richtig krass gezittert, so richtig geschüttelt hat es mich. Und dann habe ich den Carsten Hartmann damals angerufen, auch liebe Grüße Carsten Hartmann, ist auch ein Pastor aus Aschaffenburg und da haben wir Bibel gelesen und er meinte, Gott berührt dich gerade und so. Und das war mein erstes wirkliches Erlebnis mit Gott, wo ich gespürt habe, das ist ja gar kein Märchen oder so, sondern Gott, auch so mit allen Christen, mit denen ich rede, das war nie durch Logik oder durch den Kopf, dass sie zu Gott gefunden haben, sondern das ist eine Offenbarung. Gott offenbart dich offenbart sich in dem Moment. Das geht allen Christen so, die ich kenne. Die hatten irgendein einschneidendes Erlebnis. Yeah. Ja? Und so ging es mir halt auch. Und da wusste ich, okay, Gott berührt mich von außen. Es kommt immer von außen. Es ist nichts, was man sich von innen einbildet, sondern Gott berührt einen von außen. Und das ist halt auch immer mit Leuten, die Jesus und Gott nicht haben, die verstehen das nicht. Ja. Ich glaube, du kannst das auch wirklich nur verstehen, wenn du das selbst erlebt hast, so, dass Gott dich berührt. Okay. Und ich hab auch ganz viele. Du musst sagen, wenn du Fotos machst, dass ich einen Bauch einziehe immer, ne? und lass die Beine raus, bitte. Ich habe rosane Socken an. Genau. Ich rede auch immer mit Nisa, einer meiner besten Freunde, der Moslem ist. Und auch mit allen Moslems, mit denen ich rede, die hatten dieses Erlebnis nicht. Ja. Ne? Und das ist der große Unterschied von allen anderen Religionen, wobei ich mich nicht als religiös, sondern als gläubig bezeichne. Zum Christentum. Alle Christen, die ich kenne, hatten ein einschneidendes Erlebnis mit Gott. Ja. So. Und wenn du das einmal erfahren hast, dann bist du mit Jesus. So. Okay. Und das ist bei mir halt schon sehr, sehr lang. Taufen lassen habe ich mich nochmal, erst so vor 4, 5 Jahren nochmal. So mit 2016, oder? Das kann sein, ja. Ich glaube schon. Und bist gut informiert. Weil da sprichst du bei Dislike davon. Ah ja, siehst du. Ja. Und Mike, unser Pastor in Andernach, ganz liebe Grüße an die City Church Andernach, ist mit mir ins Wasser gegangen, mein bester Kumpel Damir auch, Damir Message, auch der auf vielen meiner Platten auch mit drauf ist, Damir Message. Die sind mit mir ins Wasser gegangen, sind 30 Leute aus der Gemeinde dabei gewesen und ja, das war krass. In so einem See, es sah alles aus wie so biblische Zeiten, das war echt krass. Okay. Das war echt Hammer. Okay, du hast gesagt, du hattest schon immer Gott im Herzen, aber irgendwann hast du begriffen, dass es um Jesus geht. Genau. Was bedeutet dir denn Jesus? Alles, so also wirklich Jesus, so wie es in der Bibel steht, ist wirklich meine Nummer eins. Also wirklich, also
Das sagt er auch. Gestern habe ich wieder eine Predigt gehört von diesem Hans aus Österreich, Hans Seyer, Hans-Peter Seyer oder so. Ja. Ne? Und, genau. Krasser ja. Typ übrigens auch. Was hat er gesagt gestern? Dass Jesus auch gesagt hat, wer nicht bereit ist, alles hinter sich zu lassen, für mich, also wirklich alles, ist meiner nicht würdig. Und ja. Das ist natürlich schwer umzusetzen, aber ich versuche das. Ja? Mhm. Und, ja. Okay, du hast ja jetzt erzählt, du hast vor ein paar Tagen hast du Xavier Naidoo getroffen. Und für mich ist er auch christlich, also ich weiß nicht, wie es andere Leute geht, aber für mich sind immer diese christlichen Rapper, wenn sie nicht direkt bekennend sind, so wie du in deine Texte. Also wo ich jetzt vielleicht Xavier Naidoo vielleicht hinzufügen würde oder auch Moses Pelham, tauscht ihr euch manchmal aus und sagt, ey Xavier, Alter, hast du 1. Korinther wieder gelesen? Nee, das ist voll ja, der Hammer. Natürlich, wir reden über alles. Also wir haben letzte Woche 2 Songs aufgenommen und wir reden über alles, also komplett alles. Mhm. Und natürlich spielt da Gott eine große Rolle auch, ja? Ja. Auf jeden Fall. Und man hat ja auch, als Christen hat man ja auch teilweise auch unterschiedliche Meinungen und so. Mhm. Und das ist ja auch befruchtend, wenn man da voneinander lernen kann, ein Stück weit, ne? Ja. Also natürlich. Und wie ist denn das? Du hast doch mit Sido dieses, wie hieß denn das? Das hieß Königsklasse geschrieben. Mhm. Und da hast du eine Textpassage, wo steht, ich kenne in Rap keine Obrigkeit, ich kenne nur Jesus Christus. Halleluja. Wo ich sehr cool finde. Und dann hat aber Sido irgendwie für meiner Meinung nach gekontert. Echt? Was hat er denn gesagt? Der hat nämlich in der zweiten Strophe gerappt, bitte quatsch mich nicht mehr voll, als ob du Jesus bist. Echt? Ja. Ah, der meint, ey, das ist einfach, nee, das ist einfach, das darf man nicht überbewerten, so, das sind Battle-Lyrics, weißt du, er meint da wahrscheinlich, ey, ihr Rapper labert mich nicht voll, als wärt ihr Jesus. So. Okay, aber ist es nicht so, dass jetzt irgendwie Leute kommen und sagen, ey, Olli, bitte lass halt den Scheiß mal mit. Doch, das gibt's auch, ich nerv die Leute ja ständig, aber ich mach das gerne. Okay. So, ich poste auch auf Insta viel, so, ja. Und ich weiß auch, dass ich da Leute verliere dadurch, aber das ist doch gerade das, wenn ich Jesus als erstes habe, ist mir doch scheißegal, ob Leute dann gehen oder so, wenn jemand geht, weil ich Jesus liebe, ist mir vollkommen scheißegal, Mann. Okay. Ja. Sehr cool. Also es ist mir auch aufgefallen, dass du sehr viel über Jesus, also mehr als Moses Pelham zum Beispiel, der macht zu Ostern was. Ich habe mit Xavier einen Hammer-Song jetzt über Jesus geschrieben. Ja? Für mein nächstes Album. Dürfen wir wissen, wie der heißt? Soll ich schon sagen? Das wäre natürlich... In deinen Augen heißt das Ding. Okay. Oder / alles, was mir bleibt. Also für dein Album? Ja. Okay. Wir haben auch eins für Seins gemacht, aber da geht es nicht um Jesus. Mhm. Ja. Verfolgst du eigentlich die deutsche Gospel-Rap-Szene? Ja, ein bisschen so, ne? Ein bisschen so. Und die amerikanische auch. Lacrae und so finde ich mega geil. Mhm. Das sind ja Superstars in Amerika. Wahnsinn, da kommen 10.000 Leute, ne? Kennst du auch, ne? Ne? Krasser Rapper. Ja. Und in Deutschland auch. Also, Benjamin Forgiven hat mir vorhin auf Insta geschrieben, zum Beispiel, habe ich jetzt noch nicht reingehört, hat neue Sachen gemacht. Oder der Simon, oder wen gibt's noch? Gibt's viele so, ne? Oder, warte, wie heißen die? Die sind richtig fresh. Warte. Ah. Word? Warte, was gibt's noch? Nee, warte. Ja, die Word-Jungs sind auch cool. Ja. Und Age Perfect ist geil. Und warte, wie heißen die? Sind richtig schon am Start. Sind's zwei? Ja, sind's deine zwei. Deine Gospel-Rapper? Nein. Wie? Deine Gospel-Rapper oder sowas? Jetzt kann sein, ja. Wie heißen die denn, die MCs? Davey? Ja, genau. Davey ist richtig gut. Und Kevin Neumann, glaube ich. Oder richtig, die Jungs. Und warte, einen habe ich vergessen. Der ist auch richtig geil. Mit dem wollte ich auch einen Track machen. Warte, fuck! Ist ja jetzt richtig unangenehm. Klingt jetzt voll nerdig, so Gospel-Rap-Talk. Warte, wie heißt der denn? Wenn du noch überlegst, Gospel-Rap ist quasi der christliche Rap für Deutsche oder auch Amerikaner. Nur für den Hörer, dass er es weiß. Hast du das gewusst? Also ich wusste, dass es Gospel-Rap gibt, ja. So, aber ich habe mich nie damit befasst. Hast du mal Interesse jetzt, dich damit zu befassen? Ja, ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Gerade, ich wusste jetzt nicht, dass das voll der Hype ist, jetzt auch in Amerika und so. Wusste ich jetzt gar nicht. Also, Manuel hört eher so Satanisten-Rap. Quatsch. Nee, das nicht. Was hörst du denn? Ja, ich höre halt so das Gängige, wobei ich letztens wieder so mal bei iTunes mal so ein bisschen geforscht habe, so, was mir am Rap eigentlich gefällt. Ich muss sagen, die neuen Sachen gefallen mir überhaupt nicht. Es geht nicht dieses besser. Trap und so? Trap, ich glaube, das gefällt dir auch nicht so, oder? Ja. Doch, manche Sachen finde ich geil. Ja? Aber du machst es nicht, oder so? Nee, aber viele Sachen sind einfach Schrott. Also viele können wirklich nicht rappen. Ja. Aber manche Sachen sind fresh so, manche Sachen gebe ich mir. Mhm. Ja. Manche sind schon dabei, aber ich gebe mir jetzt alte Zeug. Das ist komisch, dass man immer irgendwie ein wenig beim Alten hängen bleibt, oder nicht? Ja. Okay, jetzt wo wir schon bei Musik sind, die nicht deine ist, welches Lobpreislied oder so feierst du denn gerade im Moment?
Ich höre nicht viel Lobpreismucke, weil ich nicht viel cool finde. So. Okay. Ich finde ein paar Hillsong-Songs geil. Mhm. Die machen schöne Popmusik, das gefällt mir teilweise. Ja. So Justin Bieber und so ein Zeug, der ist ja auch Christ geworden. Mhm. Was ich mega finde. Mhm. Ist auch das Einzige, was ihn rettet, glaube ich, ne? wenn du so bekannt bist, Alter. Das stimmt. Boah, welches Lob-Dings gefällt mir am besten gerade? Ey, da muss ich gerade passen, tatsächlich. Ja? Ja. Kein Problem. Ja. Gut, dann... Ja, gerne. Ja, du hast ja gesagt, du laberst die Leute oder deine Rap-Kollegen mit Christus zu oder mit deinem Glauben. Was heißt, ich laber die voll? Also ich verleugne Gott nicht, sagen wir so, ne? Also niemand, der es nicht hören will, den labere ich auch nicht voll. Okay. Aber wenn ich spüre, da ist jemand interessiert, dann freue ich mich, dass ich Gottes Wort da irgendwie unterbringen kann, ne? Okay. Das finde ich auch cool, ne? Weil man hat so, wenn man, also keine Ahnung, wenn ich meine Frau hier sitzen würde und deine Texte mit Motherfucker und sowas hören würde. Das ist ja schon zu viel, ja? Interessant. Das tut mir leid, die ist auch keine Deutsche, die. Wo kommt sie her? Aus den Färöerinseln. Ah ja, okay. Genau. Und die hatten sehr... dünne Toleranz. Ist auch in Ordnung. Schon, ja. Jeder so, wie es für ihn cool ist. Aber ich finde es sehr cool, dass du dich auch bereit erklärt hast für das Interview, weil wenn man dich jetzt so hören würde nur, dann würde man denken, ja gut, der mischt halt seinen Jesus mit seinen Ausdrücken oder was auch immer. Und denkst du, dass es eine Rolle ist, so diese Ausdrücke manchmal auch im Rap? Also das, keine Ahnung. Naja, wenn ich einen Battle-Rap schreibe, dann denke ich ja an Rapper. Und so, wenn ich dann sage, ich sprühe durch die Facker und so, dann meine ich damit nicht, dass ich mit Maschinengewehr sondern dann meine ich, ich rap viel krasser als ihr. Ja. So, und das ist ja das Missverständnis, dass viele Battle-Rap falsch verstehen. Ja. So, weißt du, was ich meine? Also wenn jetzt eine Mutter vor dir hocken würde und sagt, mein Sohn hört Oli Bunny und ich bin nicht begeistert. Ja, würde ich erstmal fragen, wie alt ist der Junge? Dann sagen wir mal 14 oder so. Ja, würde ich sagen, meine neuen Platten vollkommen in Ordnung. Ja. Da würde ich eher sagen, hör mal auf, Haftbefehl zu hören und so. Das würde ich eher mal vorschlagen, ja? Weil das ist dann tatsächlich, wo ich sage, okay, das beeinflusst die Jugend vielleicht nicht optimal, um es vorsichtig zu sagen. Okay. Ja, ich habe noch nie gerappt, dass ich jemanden absteche oder sowas. Ja. Weil wenn Gewalt verherrlicht wird, dann bin ich dann auch raus. Mhm. So, ne? Das würde ich nie tun. Mhm. Ja? Okay. Aber selbst meine schlimmsten Sex-Raps damals, Porno-Raps oder so, waren immer so, dass es mit zwinkerndem Auge war, dass man drüber lachen konnte. Ja. Und es war jetzt nie so irgendwie menschenverachtend oder so. Das habe ich nie getan. Mhm. So, weißt du? Ja. Aber das würde ich, wie gesagt, heute alles nicht mehr machen. Ja. Ja. Okay, also kann ich mein Best of Oli Bunny kann ich löschen. Geil. Die letzte Frage für heute ist, wärst du gerne bekannter in christlichen Kreisen? Ich denke gar nicht so, wäre. Ich mach Mucke und wer es mag, cool, wer nicht, der nicht, Alter. Mhm. Also, mir ist das alles Schnuppe, Alter. Wenn ich jemanden berühren kann, dann sowieso durch Gott. Mhm. Mir geht es nicht darum, oh, wäre ich gerne das, wäre ich gerne dies, ich mach Musik. Mhm. Wenn du das irgendwie fühlst, schön. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm oder so. Aber ich meine, so halt erkannt zu sein, okay, der ist wirklich Christ. Das ist mir egal, Mann. Das ist mir total egal, weil Menschen, wie gesagt, das ist mir nicht wichtig, Mann. Mhm. Mir ist wichtig, mir geht es auch um Realness so. Ich finde auch Musik, ich finde auch zum Beispiel, es gibt ja einmal christliche Rapper, die christliche Musik machen und nur Lobpreis. Mhm. Und es gibt christliche Rapper, die Christen sind. Und das bin ich, ja. Mhm. Also ich will kein Album nur mit Lobpreis hören oder so. Das kann auch mal schön sein, aber das ist für mich nicht das, was ich gut finde, weil das ist null missionarisch, solche Musik. Mhm. Ja? Da bist du immer nur in der eigenen Szene und erreichst null Leute, weil Leute wollen Musik hören und wollen auch über deine Probleme wissen. Mhm. Und wenn ich einen christlichen Rapper, wenn ich eine Platte von dem höre, dann will ich auch hören, wie es geht dem im echten Leben so. Okay. Ja? Das ist genauso wie Pastoren, die nie von ihren eigenen Problemen reden, die kann ich mir nicht anhören, so, weil das ist für mich immer so dieser Zeigefinger, der auch gar, das bringt keine Früchte, wie es in der Bibel steht. Ja. Das bringt null Früchte. Mhm. Ja. Bei mir zumindest bringt Früchte, so wie Joyce Meyer, jemand, der sagt, ey, ich hatte so ein schlimmes Leben auch, ich habe auch viel Scheiße gebaut, aber ich habe Jesus gefunden. Das ist das, was Frucht bringt, weil Leute sich dann identifizieren können damit. Okay, cool. Danke für diese Woche, Olli. Ja, gerne. Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. We'll be right back.
Und auch da habe ich wieder meine Meinung geändert. Ich hatte das erste Mal Sex mit 14. Ja. So, und trotzdem habe ich mir jetzt vorgenommen,